Moin aus dem Walsböller Pastoratsgarten. Das Thema für heute ist: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich stehe hier im Garten vor dem Quittenbaum, der voller Früchte hängt. Ein Bild von Ernte, Fülle und Reichtum in Gottes Schöpfung. Und ich mittendrin. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Auch wenn ich inmitten von solcher Fülle bin, bringe ich doch das mit, was in mir ist, all meine Gedanken und Gefühle. Auch mit dem, was ich vielleicht an Groll hege oder so, was zum Bösen führen könnte. Und falls sich jemand wundert, dass ich jetzt schon wieder auf Sendung bin, ich musste meine heiß ersehnte Reha in Süddeutschland abbrechen, weil die Corona-Schutzmaßnahmen da so streng waren, dass mir buchstäblich die Luft ausging. Also versuche ich das im Januar in einer anderen Klinik nochmal. Aber gut, fand ich das nun wirklich nicht. Warum musste das denn jetzt sein? Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Wem sowas Blödes oder auch gar Schlimmes geschieht, der hat die Wahl. Entweder man versucht zu sehen, was vielleicht auch Gutes darin war, oder im Extremfall baut man daraus eine innere Negativspirale, die immer böser wird. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Ich versuche, diese Sache jetzt so positiv wie möglich zu betrachten, auch wenn ich mich natürlich erstmal aufgeregt habe. Aber so habe ich dann bei der Pröbstin um Urlaub gebeten und hatte dann ein paar unerwartete und wirklich schöne Tage bei meiner Freundin und ihrer Familie in der Nähe von Tübingen. Und ich konnte den 50. von meiner Schwester und den 80. von meinem Vater mitfeiern. Das war wirklich super. Allein die Torten. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Triff bei Torten nicht zu. Die sind nicht böse, sondern einfach nur lecker. Wie auch so vieles, was aus Quitten gemacht wird. Wer immer möchte, kann hierher kommen und sich Quitten holen. Zum Eigenbedarf, damit möglichst viel auch was abkriegen können. Ein Hoch auf köstliche Sachen von Gottes reich gedecktem Tisch. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, man kann das Böse auch mit Köstlichkeiten überwinden, oder? In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.